Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zu unserem Abend über den Hamburger Philosophen Ernst Cassirer. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich begrüße Sie zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Hamburger Wissenschaftlichen Stiftung, der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung und der Körperstiftung. Wir setzen mit diesem Abend auch unsere mittlerweile langjährige Veranstaltungsreihe Hamburger im Exil fort, die sich, wie das ja im Namen schon anklingt, Persönlichkeiten widmet, die vor den Nazis aus Hamburg ins Exil vertrieben worden sind. Die Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung erinnert seit 1989 an das Exil von Deutschen während der NS-Zeit. Herbert Weichmann, der einer jüdischen Familie entstammte, flüchtete mit seiner Frau vor den Nazis aus Deutschland über die Tschechoslowakei und Frankreich in die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg, viele von Ihnen werden das wissen, wurden die Weichmanns von Bürgermeister Max Brauer zurück nach Deutschland geholt, um am Hamburger Wiederaufbau mitzuwirken. Und der SPD-Politiker Herbert Weichmann wurde zunächst Senator und dann später von 1965 bis 1971 erster Bürgermeister. Und seine Frau Elsbeth war sehr lange Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Und vielleicht noch ein kleines Detail, das ich mal sehr spannend finde. Wenn Sie im Rathaus sind und sich einmal die Bürgermeisterporträts ansehen, dann gibt es nur ein einziges Bürgermeisterporträt von einem Paar. Und das ist das von Herbert und Elsbeth Weichmann. Das finde ich sehr spannend und sehr modern. Und das ist schon vor Jahrzehnten gemalt worden. Heute Abend geht es aber um Ernst Cassirer, um eine Persönlichkeit, die das universitäre Leben Hamburgs und das Kulturleben in der Hansestadt intensiv geprägt hat. Ernst Cassirer wurde 1874 in Polen geboren und war seit 1919 Professor an der Hamburger Universität, ab dem akademischen Jahr 1929-30 auch der akademische Rektor. Aufgrund von antisemitischen Anfeindungen musste er gemeinsam mit seiner Frau Toni das nationalsozialistische Deutschland 1933 verlassen, ins Exil, zuerst nach Großbritannien, wo er eine kurze Weile in Oxford lehrte und forschte und dann nach Göteborg in Schweden. Dort wurde er auch schwedischer Staatsbürger. 1941 waren die Cassirers aber auch in Schweden nicht mehr sicher, deswegen fassten sie den Entschluss, Europa zu verlassen und in die USA zu gehen. Cassirer hatte dann an der Yale University in New Haven und an der Columbia University in New York Gastprofessuren. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Antritt einer weiteren Gastprofessur, die eigentlich für Los Angeles vorgesehen war, hat er nicht mehr erlebt, weil er kurz davor in New York verstorben ist. Wir erleben heute eine profunde Kennerin der Biografie und des Werks von Ernst Cassirer auf der Bühne. Birgit Recki ist Professorin für Philosophie an der Universität Hamburg. Ihre Arbeitsgebiete sind Ethik, Ästhetik, Kulturphilosophie und Anthropologie. Sie ist ausgewiesene Cassirer-Expertin, unter anderem Herausgeberin der Hamburger Ausgabe der gesammelten Werke Ernst Cassirers in 25 Bänden. Von 1997 bis 2009 war sie Leiterin der Ernst Cassirer Arbeitsstelle. Seit 2006 ist sie Vorsitzende der Internationalen Ernst Cassirer Gesellschaft und seit 2014 auch Mitdirektorin des Hamburger Warburg-Hauses. Herzlich willkommen, Frau Professorin Recki. Gesprächspartnerin von Frau Recki ist Susanne Wittek, die Sie zumindest dann kennen, wenn Sie zu dieser Reihe schon häufiger gekommen sind. Sie ist Autorin, Übersetzerin und Moderatorin mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf dem politischen und künstlerischen Exil während der NS-Zeit. Und sie hat neben der Konzeption und Moderation von Veranstaltungen hier im Körperforum noch mehrere Dinge zum Exil getan. Sie hat ein Buch veröffentlicht, Absprung über Niemandsland, Hamburger Exilbiografien im 20. Jahrhundert. Ich habe das vorhin auch schon auf dem Büchertisch gesehen, also es ist käuflich zu erwerben. Für den Dokumentarfilm Stille Retter über die Rettung von Juden im deutsch besetzten Frankreich ist sie 2017 zusammen mit Christian Frey mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Und in diesem Jahr hat sie die Textbild- und Zitatrecherchen für die Ausstellung Flucht ins Ungewisse, Hamburger Persönlichkeit im Exil geleistet, die bis gestern im Hamburger Rathaus gezeigt wurde. Und wenn Sie das verpasst haben, kann ich gleich sagen, Sie haben noch die Chance, sich das ab Februar wieder anzusehen. Dann wird die Ausstellung nämlich im Zentralgebäude der Hamburger Bücherhallen am sogenannten Hühnerposten gezeigt. Auch für den heutigen Abend bringt Frau Wittek eine besondere Expertise mit, denn sie hat die neueste Biografie über Ernst Cassirer publiziert, veröffentlicht, so muss ich mit dem Titel, so muss ich fortan das Band als gelöst ansehen,
Ernst Kassirers Hamburger Jahre 1919 bis 1933. Wir dürfen uns außerdem aber nicht nur auf das Gespräch über Kassirers Wirken in Hamburg und über sein staatsbürgerliches Engagement als liberaler Demokrat freuen, sondern auch auf eine Lesung aus den Reden Kassirers, der Schauspieler, Sprecher und Bühnenautor, da ist er, Stefan Benson, hat diese, wie ich vorwegnehmen darf, nicht ganz einfache Aufgabe übernommen. Und ich darf Sie dann am Ende noch herzlich einladen zu dem kleinen Empfang, der immer im Anschluss an unsere Veranstaltung stattfindet, und übergebe an Eckhard Nümer, den Vorsitzenden der Hamburger Wissenschaftlichen Stiftung. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, hier ist das Buch. Und vielleicht gleich zu Beginn ein kleines Zitat. Die Wissenschaft gibt uns Ordnung im Denken. Die Moral gibt uns Ordnung im Handeln. Und die Kunst gibt uns Ordnung in der Auffassung der sichtbaren, greifbaren und hörbaren Erscheinungen. Ernst Kassirer, Versuch über den Menschen. Ja, meine Damen und Herren, das ist der dritte Band der Schriftenreihe Wissenschaftler in Hamburg über Ernst Kassirer. Ich danke ganz herzlich der Körperstiftung, insbesondere Herrn Dittmer, und auch der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung, denn das ist wirklich eine Kooperation zwischen beiden Stiftungen, eine sehr gute Kooperation. Und der Dank gilt der Böttcher Stiftung, die hat einen großzügigen Druckkostenzuschuss gegeben und damit das Erscheinen dieser Publikation unterstützt. Der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung ist es seit vielen Jahren ein Anliegen, mit anderen Stiftungen zu kooperieren. Und gerade zur Körperstiftung gibt es noch eine ganz besondere Beziehung, denn Kurt A. Körber war mehr als 10 Jahre Mitglied des Kuratoriums der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Ja, mit der Reihe Wissenschaftler in Hamburg sollen jene Persönlichkeiten gewürdigt werden, die sich um Forschung, Lehre und Bildung in der Hansestadt besonders verdient gemacht haben. Es geht um Persönlichkeiten, die an der Universität Hamburg und auch weit darüber hinaus gewirkt haben. Und deshalb war es der Stiftung ein ganz besonderes Anliegen, zum 100-jährigen Geburtstag der Hamburger Universität ein Porträt über einen ihrer bedeutendsten Gelehrten zu veröffentlichen, nämlich Ernst Kassirer, ist einer der herausragenden Philosophen des 20. Jahrhunderts und er war von 1919 bis 1933 eine der prägenden Figuren der neu gegründeten Hamburger Universität. Und in diesem Jahr entstand sein berühmtes Hauptwerk, die Philosophie der symbolischen Formen, über das wir gleich von Frau Recki und Frau Wittek-Neres erfahren werden. Ja, Ernst Kassirer gehörte in diesen Jahren zu den wenigen und leider viel zu wenigen Professoren, die entschieden für die Weimarer Republik eintraten und sich gegen den wachsenden Antisemitismus zur Wehr setzten. Die Mehrheit seiner Hamburger Professorenkollegen war erzkonservativ bis reaktionär und trauerte ganz eindeutig dem Kaiserreich nach. Erst unter Kassirers Rektorat fand erstmalig an der Hamburgischen Universität am 22. Juli 1930 eine Feier statt, mit der der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung gedacht wurde. Stattdessen wurde vorher und nachher jedes Jahr am 18. Januar der Gründungstag des Deutschen Kaiserreichs gefeiert. Die Verfassungsfeier 1930 blieb jedoch ein einmaliges Ereignis. Kassirer setzte es damals gegen massive Widerstände durch. Es war ein klares öffentliches Bekenntnis zur demokratischen Staatsform. Ernst Kassirers wacher politischer Sinn und sein Engagement für die Demokratie sollten uns auch heute ein Vorbild sein. Und all denen, die den demokratischen Meinungsstreit mit scheinbaren Gewissheiten desavouieren wollen, sollten wir folgendes Zitat Kassirers entgegenhalten. Die Suche nach Gewissheit ist eine der gefährlichsten Irrtumquellen, weil sie mit der Behauptung,
einer höheren Art von Erkenntnis verbunden ist. Ja, besonderer Dank an Susanne Wittig und Frau Recki und Herrn Bensem, die beide bei der heutigen Buchvorstellung mitwirken. Ja, und ganz zum Schluss, Sonderpreis heute 20 Euro. Vielen Dank. Hochverehrter Herr Dekan, in der Frankfurter Zeitung und in der Vossischen Zeitung von heute Morgen finde ich eine Notiz, in der davon die Rede ist, dass ich aus privaten Gründen schon vor längerer Zeit um einen Urlaub für das kommende Sommersemester nachgesucht und diesen auch erhalten hätte. Das Hamburger Fremdenblatt fügt hinzu, dass dieser Schritt aus Gesundheitsrücksichten erfolgt sei. Diese Notiz enthält ein Missverständnis, das ich sofort berichtigen möchte. Denn es ist für mich natürlich von entscheidender Wichtigkeit, Sie, hochverehrter Herr Dekan, sowie die Fakultät über die Gründe, die zu meinem Urlaubsgesuch geführt haben, nicht im Unklaren zu lassen. Ich habe in den ersten Apriltagen, unmittelbar nach dem Bekanntwerden der ersten Nachrichten über die Boykottbewegung gegen die deutschen Juden, an die Hochschulbehörde sowie an den Herrn Rektor ein Schreiben gerichtet, in dem ich ausführlich die Gründe dargelegt habe, aus denen es mir unter den gegenwärtigen Umständen leider nicht möglich sei, mein Amt als deutscher Hochschulprofessor länger zu verwalten. Diese Gründe waren keineswegs privater, sie waren vielmehr rein prinzipieller Natur. Ich denke von der Bedeutung und von der Würde des akademischen Lehramts zu hoch, als dass ich dieses weiter ausüben könnte zu einer Zeit, in der mir, als Juden, die Mitarbeit an der deutschen Kulturarbeit bestritten oder in der sie mir durch gesetzliche Maßnahmen in irgendeiner Hinsicht geschmälert oder verkürzt wird. Die Arbeit, die ich bisher innerhalb der Fakultät leisten durfte, beruhte darauf, dass ich als gleichberechtigtes Mitglied anerkannt war. Und sie empfing lediglich durch diese Voraussetzung ihren Sinn und ihren Inhalt. Mit dem Wegfall dieser Voraussetzung entfällt für mich jede Möglichkeit, in sachlich furchtbarer Weise an den Arbeiten der Fakultät teilzunehmen. Ich habe daher in meinem Gesuch, das übrigens vor dem Bekanntwerden des neuen Beamtengesetzes eingereicht wurde, ausdrücklich nicht nur um Beurlaubung von meinen Vorlesungen und Übungen, sondern um eine Enthebung von allen Amtspflichten gebeten. So muss ich, hochverehrter Herr Dekan, fortan das Band als gelöst ansehen, das mich bisher mit der Philosophischen Fakultät der Universität Hamburg verknüpft hat. Was diese Lösung für mich bedeutet, darüber wird es keines Wortes bedürfen. Aber das eine darf ich sagen, dass in all der tiefen Trauer über die Ereignisse der letzten Wochen und über das Schicksal der deutschen Juden das Gefühl der inneren Verbundenheit mit den Aufgaben und mit den Geschicken der Hamburgischen Universität mich nicht verlassen hat. Was immer auch kommen mag. Die Jahre meiner Wirksamkeit an der Hamburgischen Universität, deren höchstes akademisches Amt ich verwalten durfte, werden mir unverloren und unvergessen sein. Ich kann nicht scheiden, ohne Ihnen, hochverehrter Herr Dekan, und all den anderen Kollegen, die mir so lange ihr Vertrauen geschenkt, die meine sachliche Arbeit gefördert und die mir immer wieder Beweise ihrer Sympathie und ihrer persönlichen Freundschaft gegeben haben, ein Wort des herzlichsten Dankes zu sagen. Die Erinnerung an dies alles ist das Beste, was ich aus meinem Amt als akademischer Lehrer mitnehme. Ich bin mit dem Ausdruck meiner aufrichtigen Verehrung Ihr sehr ergebener Kassierer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Susanne Wittek. Neben mir sitzt Frau Recki. Kassirers Brief an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom April 1933, den Stefan Benson eben vorgelesen hat, markiert das Ende seiner Hamburger Jahre. Kassirer war seit 1919 Professor für Philosophie an der Universität, an der Hamburgischen Universität. Zum Zeitpunkt dieses Briefes war er schon seit 6,5 Wochen nicht mehr in Deutschland, denn er hat das Land schon am 12. März 1933 verlassen, das heißt also eine Woche nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933, aus der die NSDAP als stärkste Partei hervorging. Warum Kassirer so außergewöhnlich früh Deutschland verlassen hat, das wird sich Ihnen, so hoffe ich, im Laufe des heutigen Abends erschließen. Bevor Frau Recki und ich jetzt direkt ins Gespräch einsteigen, will ich ein paar Worte zu uns beiden sagen. Wir kennen uns seit 2013, nämlich seit ich für die Weichmann-Stiftung für mein Buch Absprung über Niemandsland einen ganz kurzen biografischen Aufsatz über Kassirer geschrieben habe, den Sie damals gegengelesen haben, kommentiert haben, mit Hinweisen versehen haben. Das war für mich damals eine unschätzbar wertvolle Unterstützung. Und diese erste Zusammenarbeit, wenn ich das so nennen darf, hat dann ihre Fortsetzung gefunden im letzten und in diesem Jahr, als Sie erneut die Kapitel, die ich jetzt für meine Biografie über Kassirer zu seiner Philosophie geschrieben habe, gegengelesen haben, kommentiert haben, mir Hinweise gegeben haben, Richtigstellungen, Ergänzungen und so weiter. Auch das war für mich unschätzbar wertvoll. Dafür bin ich Frau Recki sehr, sehr dankbar. Diejenigen unter Ihnen, die meine Reihe, die ich jetzt hier schon seit 10 Jahren im Körperforum machen darf, Hamburger im Exil, kennen, die wissen, dass ich normalerweise die Aufgabe habe, mein Gegenüber auf dem Podium zu befragen. In der Vorbereitung für diese Veranstaltung hier hat Frau Recki mir einen sehr ungewöhnlichen und für mich sehr überraschenden Vorschlag gemacht. Sie hat nämlich vorgeschlagen, dass wir die Rollen wechseln. Sie hat mir vorgeschlagen, den Spieß einmal umzudrehen. Sie möchte mich interviewen und ich habe etwas gezögert wirklich und habe eine ganze Weile gebraucht, um mich an diesen Gedanken zu gewöhnen, aber letzten Endes habe ich es dann akzeptiert und so werden wir es also heute Abend machen. Ja, Frau Wittek, ich fand das eigentlich sachlich ganz naheliegend, denn Sie können ja sich selbst gegenüber nicht die Rolle einnehmen, die Sie normalerweise Ihren Gästen gegenüber einnehmen. Und da schien mir das eigentlich ganz, eine ganz natürliche Arbeitsteilung, dass wir es jetzt mal umgekehrt machen. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, wir sind eingestiegen mit dem spätesten und man darf bestimmt in mancher Hinsicht sagen, mit dem ultimativen Text, den Ernst Kassirer im Amt des Hamburger Hochschullehrers geschrieben hat, mit seinem Abschiedsbrief an den Dekan der Fakultät, Walter Küchler, der die vernichtende Kritik der rapiden hochschulpolitischen Veränderungen an einer Universität enthält, die sich nach dem Sieg der Nationalsozialisten 1933 mit einer ganz erstaunlichen Geschwindigkeit gleichzuschalten bereit war. Ich möchte im Hinblick auf den Text, den wir gerade so wunderbar vorgetragen gehört haben, auf einen Punkt hinweisen. In diesem Brief steht der Satz: So muss ich, hochverehrter Herr Dekan, fortan das Band als gelöst ansehen, das mich bisher mit der Philosophischen Fakultät der Universität Hamburg verknüpft hat. Und ich habe eine große Vorliebe dafür, dass man als Titel für etwas ein signifikantes Zitat aus dem Referenzkorpus findet. Und ich finde das zunächst mal sehr bemerkenswert, dass Sie aus diesem Satz den Titel Ihres Buches gemacht haben. So muss ich fortan das Band als gelöst ansehen. Wir werden auf die Vorgänge, die dahin geführt haben, auch dahin, dass Kassirer so unglaublich schnell und geistesgegenwärtig reagiert hat, im Laufe des Abends ja noch eingehen. Aber ich denke, wir sollten jetzt erstmal den einen oder anderen Grundstein überhaupt in dieser Entwicklung legen, auf die biografische Entwicklung Kassirers achten, die bis zu dem Punkt im April 1933 geführt hat.
Wie hat es denn angefangen mit dem Menschen, aus dem dann der Philosoph Kassierer wurde? Ich fange mal wirklich ganz von vorne an, auch wenn Herr Dittmer eben das Geburtsdatum schon genannt hat. Ich nenne es einfach nochmal, 1874 wurde Kassierer geboren, in eine wohlhabende, gebildete Familie des jüdischen Bürgertums in Breslau. Seine Vorfahren entstammten schon seit Generationen, waren schon seit Generationen Kaufleute und Industrielle. Das gilt auch für Kassierers Vater. In der Generation von Ernst Kassierer gab es viele, die in der Wissenschaft oder in der Kultur tätig waren. Viele von ihnen waren damals bekannt und einige von denen sind auch heute noch bekannt. Ich denke mal, viele von ihnen werden den Namen des Verlegers Bruno Kassierer kennen oder den Namen des Kunsthändlers und Kunstsammlers Paul Kassierer, vielleicht auch den Namen von Fritz Kassierer, der an der Komischen Oper in Berlin Musiker war. Es gibt weitere, das sind alles Vettern von Ernst Kassierer. Unbedingt erwähnen will ich auch seinen Vetter Kurt Goldstein, der wird nämlich später nochmal vorkommen. Der war Neurologe und lehrte und forschte in Frankfurt später. In seiner Jugend und als junger Erwachsener hatte Ernst Kassierer mit diesen Vettern viel Kontakt. Sie prägten auch das Milieu, in dem er aufwuchs. Er studierte zunächst Jura und wechselte dann aber schon sehr bald zu Philosophie, Mathematik und Literaturgeschichte. Und er fand im Alter von 20 Jahren an der Universität Marburg bei dem jüdischen Gelehrten Hermann Cohen seinen wegweisenden und entscheidenden akademischen Lehrer. Der Anfang seiner akademischen Karriere war brillant, das muss man so sagen. Er hat an mehreren Preisaufgaben sich beteiligt, die von führenden wissenschaftlichen Institutionen ausgeschrieben wurden, und er gewann sie mit Bravour. Seine Dissertation zum Thema Descartes' Kritik der mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnis wurde von seinen beiden Gutachtern mit der Best überhaupt möglichen und denkbaren Note bewertet. Und im Jahr 1900, da war er gerade mal 25, war er dann auch promoviert. Das war der Anfang. Und wie hat es dann angefangen mit seiner Hamburger Laufbahn? Es war ein langer Weg bis dahin, muss man sagen. Vor allen Dingen deswegen, weil nach diesem sehr brillanten Start, der auch von antisemitischen Anfeindungen erstmal frei war, sich vor jedem neuen Karriereschritt Hindernisse auftürmten. Das ging los mit seiner Bemühung um eine Habilitation. Das war sein nächstes Ziel. Er wollte sich habilitieren. Und es hat aber mehrere Jahre gedauert, bis das möglich war, weil mehrere Universitäten ihn zur Habilitation nicht zuließen. Das war für ihn durchaus zermürbend und entmutigend. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar den Plan einer Habilitation aufgegeben hätte, wenn nicht sein Lehrer Hermann Cohen ihn immer wieder gedrängt hätte, da doch dran zu bleiben und das weiter zu versuchen. Und schließlich gelang es dann auch im Jahr 1906, als er nämlich ein sehr erfolgreiches Werk, das er inzwischen publiziert hatte, über das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit in Berlin als Habilitationsschrift einreichte, und da wurde er dann endlich auch angenommen. Dass er vorher mehrfach abgelehnt wurde, hatte zwei Gründe. Also zum einen, weil er der Marburger Schule um Hermann Cohen zugerechnet wurde, die eben nicht von allen anderen philosophischen Schulen akzeptiert wurde und gern gesehen wurde. Und außerdem ist auch ganz eindeutig, dass er immer wieder abgelehnt wurde, weil er an seinem Namen Kassierer als Jude identifizierbar war. Das heißt, es spielten also durchaus auch antisemitische Motive dabei eine Rolle. Als er dann schließlich 1906 die Habilitation hatte, war sein nächstes Ziel eine Professur. Und da wurde es eigentlich erst richtig schwierig. Das dauerte dann tatsächlich noch mal 13 Jahre, die für ihn außerordentlich zermürbend waren. Ich füge noch mal hinzu, dass seine Frau Toni Kassierer, die eine Art persönliche Biografie über ihn geschrieben hat mit dem Titel »Mein Leben mit Ernst Kassierer«, in dieser Biografie sehr plastisch schildert, dass sie beide eigentlich, Ernst und sie,
bis zu diesen vergeblichen Versuchen zur Habilitation zugelassen werden, niemals das Gefühl hatten, dass ihre jüdische Herkunft irgendwie ein Nachteil für sie sein könnte. Dass der Antisemitismus ihre Lebenspläne irgendwann durchkreuzen könnte, ist ihnen eigentlich erst in dem Zusammenhang bewusst geworden. Dass es dann nochmal 13 Jahre dauerte, bis Kassira eine Professur bekommen hat, hatte dann wieder ähnliche Gründe. Er hat es auch an verschiedenen Universitäten versucht, man lehnte ihn ab. Und dass es dann schließlich doch dazu kam, das war dann 1919, also das Ereignis, das jetzt heute schon mehrfach genannt worden ist. Er wurde an die gerade gegründete Hamburgische Universität auf den Lehrstuhl für Philosophie berufen. Und ich glaube, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass dieser Ruf dadurch zustande kam, dass inzwischen eine epochale Zeitenwende stattgefunden hatte. Denn das Deutsche Reich war kein Kaiserreich mehr, sondern war inzwischen eine demokratische Republik geworden. Und in dem Zusammenhang will ich gerne erwähnen, dass tatsächlich zur Zeit des Kaiserreichs auch schon seit Ende des 19. Jahrhunderts reiche Kaufleute in Hamburg und auch einige Politiker, allen voran Werner von Melle, sich darum bemüht haben, in Hamburg eine Universität zu gründen, allerdings vergeblich, weil nämlich die im Kaiserreich regierenden bürgerlichen Parteien der Meinung waren, Hamburg brauche gar keine Universität. Hamburg war auch damals schon die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reiches. Und es gab auch einige Stimmen, die der Meinung waren, eine Universität könnte sogar der Wirtschaftskraft der Stadt schaden. Okay, Sie lachen jetzt darüber. Ist ja auch wirklich ein Witz. Und also insofern war tatsächlich die Novemberrevolution 1918 notwendig. Bei der ersten demokratischen Wahl, oder ganz kurz nach der ersten demokratischen Wahl in Hamburg, bei der alle Hamburger Frauen und Männer wahlberechtigt waren, kurz danach wurde beschlossen, in der Bürgerschaft in Hamburg eine Universität zu gründen, und am 10. Mai 1919 wurde sie dann auch tatsächlich eröffnet. Und das war eben dann der Moment, als dieser Ruf an Kassira ging. Kassira nahm den Ruf an, das ist also die Hamburgische Universität von oben, das wollte ich Ihnen eigentlich schon vorher zeigen, ein ganz wunderbares Bild aus dem Staatsarchiv. Kassira nahm den Ruf an und zog dann mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen drei Kindern in die Blumenstraße in Nummer 26 in Winterhude. Diese Blumenstraße sehen Sie auf einer dieser historischen Postkarten. Ja, das ist also jetzt die bewussten 13 Jahre, nachdem er sich habilitiert hatte. Er war also 13 Jahre Privatdozent. Genau. Aber er hatte sich in der Zeit schon einen sehr guten Ruf erworben, einen großen Namen im Grunde genommen, durch seine erkenntnistheoretischen Studien. Er hatte sich über das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit habilitiert und dabei einen Ansatz, einen methodischen Ansatz gewählt und erprobt, der bis dahin tatsächlich noch nicht vorgekommen war, etwas ganz Neues. Er hatte das Erkenntnisproblem jetzt nicht rein philosophisch in den erkenntnistheoretischen Philosophiebeiträgen seit Nikolaus von Kues aufgesucht, sondern parallel dazu immer auch die naturwissenschaftliche, und das hieß vor allem die physikalische Grundlagenforschung im Hinblick auf Thematisierung von Erkenntnisproblemen mit einbezogen. Das war der Grund, also diese Habilitationsschrift wurde ja dann sehr bald, schon im Jahr darauf, 1907, ergänzt durch einen zweiten Band. Und dann folgte 1910 die erste selbstständige, nicht bloß in historischer Absicht unternommene Studie, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, eine methodologische und erkenntnistheoretische Schrift. Und so hatte Kassira eigentlich durch dieses Portfolio in Berlin unter den Kollegen den Titel der Erkenntniskassierer davongetragen. Und über den Erkenntniskassierer hatte man schon eine so gute Meinung im Fach, dass ich zum Beispiel geltend machen würde, es hat in Hamburg an der neu gegründeten
Reformuniversität nicht nur deshalb geklappt, weil das Kaiserreich zu Ende war, sondern auch, weil Cassirer wirklich von sich zu überzeugen wusste. Und trotzdem, obwohl er überzeugt hatte, war es jetzt natürlich für ihn in Hamburg ein ganz neuer Anfang als Professor für Philosophie. Und wie war das denn? Was für Verhältnisse fand er vor und wie ließ sich das an für ihn, nach Hamburg zu gehen, in Hamburg zu wirken? Ich glaube, wenn wir über sein Arbeiten und Wirken in Hamburg sprechen, dann müssen wir ganz unbedingt über ein ganz einschneidendes Ereignis sprechen, das sich ein Jahr nach dem Antritt seiner Professur in Hamburg ereignete. Er betrat nämlich zum allerersten Mal die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, eine öffentliche Forschungsbibliothek, die im Laufe vieler Jahre aus der privaten Sammlung ihres Gründers und Eigentümers, des Kunsthistorikers und Kulturwissenschaftlers Professor Abi Warburg, als öffentliche Bibliothek hervorgegangen war. Ich denke mal, viele von Ihnen werden das Warburghaus kennen, was hier abgebildet ist. Ich muss aber Ihnen sagen, dass damals, als Ernst Cassirer 1920 die Bibliothek zum ersten Mal betrat, es dieses Haus noch nicht gab, sondern an dieser Stelle, wo jetzt das Warburghaus ist, war damals eine Lücke. Die Bibliothek war im Nachbarhaus in der Heilwegstraße Nummer 114, das war das private Wohnhaus von Abi Warburg und seiner Familie. Und dieser erste Besuch der Bibliothek, den Cassirer 1920 machte, den hat er immer wieder geschildert. Das muss einfach ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein. Nicht nur, weil dieses Haus mit 20.000 Büchern komplett aus den Nähten platzte, sondern vor allen Dingen, weil die Bücher, die dort versammelt waren, sämtliche Themen der menschlichen Kulturgeschichte umfassten und vor allen Dingen nach einem sehr besonderen Strukturprinzip geordnet waren. Dort standen Bücher nebeneinander, die nach herkömmlichem Verständnis eigentlich gar nicht richtig zusammenpassten. Da standen Bücher über Naturwissenschaft, neben Büchern über magisches Denken, über Astrologie, über Alchemie, über Prophezeiungen. Und genau das war aber das, was Cassirer sehr faszinierte. Und diese Zusammenstellung der Bücher spiegelte im Grunde genommen das zentrale Forschungsinteresse von Abi Warburg wider, der sich nämlich damit beschäftigte, wie denn eigentlich der Übergang vom kultisch-magischen Denken zur modernen Wissenschaft stattgefunden hatte. Abi Warburg interessierte sich total dafür, wie es eigentlich dazu gekommen war, dass das in der Antike vorherrschende geozentrische Weltbild abgelöst wurde vom modernen heliozentrischen Weltbild. Oder um es mal anders zu sagen, Abi Warburg interessierte sich für die Frage, wie dann eigentlich die Menschen verstanden hatten, irgendwann, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt war, was sie nämlich bis lange Zeit geglaubt haben. Und er hatte dazu eine ganz eigene Theorie, in der zwei geometrische Formen, und zwar der Kreis und die Ellipse, eine große Rolle spielten. Er wünschte sich sehr, sich mit Cassirer darüber auseinanderzusetzen und musste allerdings noch einige Jahre warten, bis es dann soweit war. 1924 sind die beiden dann einander zum ersten Mal begegnet. Und die Diskussion, die die beiden dann geführt haben, habe ich in meinem Buch relativ ausführlich geschildert. Das kann man nachvollziehen anhand von Briefen und auch anhand von Notizen, die eben überliefert sind. Und ich fand das wirklich absolut faszinierend, wie diese beiden Gelehrten das miteinander ausgehandelt haben. Diese erste Besuch in der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg hatte dann wirklich weitreichende Folgen für ihn. Diese Bibliothek, die übrigens dann immer KBW abgekürzt wird, in der Fassade vom Warburghaus können Sie das ja auch sehen, da sind später dann die drei Buchstaben K, B und W ja eingemauert worden mit den Backsteinen. Ich sage jetzt einfach in Zukunft KBW, dann wissen Sie, dass die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg gemeint ist. Ist ein bisschen irritierend für uns, weil wir auch vielleicht andere Institutionen mit dem Begriff KBW verbinden.
Jedenfalls wurde die KBW tatsächlich zum Dreh- und Angelpunkt seiner philosophischen Produktivität. Die war in Hamburg auch ganz außerordentlich groß in den 13 Jahren, die er dort war. Und er bekam von der KBW auch alle denkbare Unterstützung. Die Bestände wurden permanent erweitert quasi, um die Bücher, die Cassirer brauchte, um die in seiner Forschungsarbeit ununterbrochen neu auftauchenden Fragen zu beantworten. Und sein berühmtestes Werk, was jetzt heute auch schon erwähnt worden ist, die Philosophie der symbolischen Formen, hat er auch tatsächlich in engem Kontakt mit der KBW verfasst. Und wir alle, die wir jetzt heute Abend hier versammelt sind, haben einfach das große Glück, dass Frau Recki da ist. Denn Frau Recki hat sich bereit erklärt, in einer sehr komprimierten Form die sehr komplexe und komplizierte Philosophie der symbolischen Formen uns zu erläutern, sodass wir alle heute Abend die Chance haben, dieses große Denkgebäude zu verstehen. Ja, tatsächlich ist der Einstiegspunkt, also der Moment, wenn wir darüber sprechen, was für Ernst Cassirer die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg gewesen ist, die für ihn von Anfang an und durchgehend immer sehr viel mehr war als bloß eine Bibliothek, auch sehr viel mehr als eine Bibliothek, in der die Bücher nach dem Prinzip der guten Nachbarschaft geordnet waren und wo eben der aktive Forscher als Nutzer der Bibliothek selber auch wiederum dazu beitragen konnte, dass entsprechend seinen Konstellationen, die er mit seiner Forschung betont hatte, Konstellationen umgestellt wurden und eine neue Ordnung innerhalb der guten Nachbarschaft gestiftet wurde. Also das nur ein Detail, um zu zeigen, dass diese Bibliothek im Grunde genommen eine Forschungsmaschine war, oder wir würden doch mindestens sagen, eine Art Arbeitsstelle. Auch diejenigen, die Mitarbeiter, die da beschäftigt waren, die taten sehr viel mehr als Bücher bestellen und Bücher ordnen. Die arbeiteten den Forschern, die da intensiv beteiligt waren, zu. Die vermittelten Kontakte, unter anderem auch Promotionskontakte an Wissenschaftler, von denen sie meinten, das wären die richtigen Betreuer. Also es war wirklich eine sehr produktive Zusammenarbeit. Und Cassirer hat davon wirklich sehr profitiert. In Cassirers Hamburger Zeit fallen ja so wichtige Schriften wie das Schmale, aber in methodologischer und wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht höchst bemerkenswerte Buch über Einsteins Relativitätstheorie von 1921. Im selben Jahr die große Aufsatzsammlung unter dem Titel Idee und Gestalt. Wir würden heute sagen, das war so ein Stück Konstellationsforschung über die klassische deutsche Literatur. Diese Sammlung Idee und Gestalt handelt von Goethe, Schiller, Kleist und Hölderlin. Dann aber auch zwei komplementäre ideengeschichtliche Werke, die beide epochale Stationen des Freiheitsdenkens in der Philosophie markieren. Zum einen das Buch Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, 1927, übrigens Abi Warburg zum Geburtstag gewidmet. Zum anderen die Philosophie der Aufklärung, 1932. Vor allem aber, Sie haben es schon angekündigt, schreibt Cassirer in dieser Zeit, in den 20er Jahren, sein eigenes philosophisches Hauptwerk, die Philosophie der symbolischen Formen, in drei großen Monographien, 1923, 1925 und 1929 erschienen. Und man muss es eben immer auch dazu sagen, Philosophie der symbolischen Formen ist nicht nur der Titel dieses Reihenwerkes in drei Teilen, sondern umfasst im Grunde genommen auch ein gutes Dutzend große flankierende Aufsätze. Wir würden sie heute als Master-Essays bezeichnen, die systematisch zu demselben Komplex Philosophie der symbolischen Formen gehören. Die Philosophie der symbolischen Formen ist ganz knapp gesagt eine Theorie der Kultur, in der Cassirer die These verfolgt,
dass der Mensch das Wesen ist, das Bedeutung in die Welt bringt. Und zwar durch unablässige, vielgestaltige und untereinander verknüpfte Symbolaktivitäten. Der Mensch ist das symbolschaffende Wesen, so die Hauptthese dieses Werkes. Oder wie Cassirer es dann später 1944 im konzisen Rückblick und in der Zusammenschau dieses Ansatzes im Essay on Man formuliert, der Mensch ist das Animal Symbolicum. Mit dem Ausdruck Animal Symbolicum, den Cassirer geprägt hat, soll dabei keine Alternative aufgestellt sein zwischen den anthropologischen Formeln, die bis dahin schon im Umlauf waren. Also Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens, Homo divinans, Homo ritualis. Alles, was den Menschen auszeichnet, lässt sich unter den für Cassirer grundlegenden und zentralen Gesichtspunkt subsumieren, dass der Mensch durch symbolisches Schaffen Bedeutung in die Welt bringt. Und das heißt mit anderen Worten, Animal Symbolicum ist ein integraler Begriff, um das Wesen des Menschen aufzufassen. In gewissem Sinne ist mit diesem symboltheoretischen Ansatz, der also die geistige Gestaltungskraft des Menschen ins Zentrum rückt, die These vertreten, dass der Mensch in der Kultur seine eigene Welt überhaupt erst schafft. Der Ausdruck symbolische Form, den Cassirer geprägt hat, bewegt sich dabei auf einem deutlich höheren Generalisierungsniveau, als wir das wahrscheinlich intuitiv mit unserem Alltagsverständnis mit diesem Ausdruck verbinden würden. Also mir selber ging es so bei der ersten Annäherung, man denkt schnell, man wüsste, was mit dem Ausdruck symbolische Form gemeint ist, und dann stellt man sich etwa vor, wenn man an der Halskette einen Anhänger in Form eines Herzens oder eines Sterns hat, ja, das hier ist eine symbolische Form. So meint es Cassirer aber nicht. Die symbolische Form ist bei Cassirer nicht der einzelne gestaltete Gegenstand, der eine symbolische Bedeutung transportiert, sondern er meint mit dem Ausdruck die kulturelle Sphäre, die kulturellen Sphären, in denen der Mensch seine Gestaltungsaktivität investiert und die insgesamt in ihrer Verknüpfung und Überlagerung, in ihrer wechselseitigen Steigerung das System der Kultur ausmachen. Es heißt an einer entscheidenden Stelle, unter einer symbolischen Form verstehen wir, und jetzt kommt der entscheidende Ausdruck, jede geistige Energie, durch die es zu einer Verknüpfung von geistiger Bedeutung und konkretem sinnlichen Zeichen kommt. Das ist im Grunde genommen der Locus Classicus, der für den Begriff symbolische Form. Und mit der Betonung, dass es geistige Energien sind, die geistigen Energien des Menschen, die die Gestaltung der Kultur leisten, geht aber eine ganz wichtige systematische Pointe einher. Nämlich mit Geist ist hier nicht der reine Geist gemeint. Es ist nicht der Geist gemeint, der gleichsam über den Wassern schwebt. Es ist nichts Ätherisches gemeint, sondern mit Geist meint Cassirer das bildende Prinzip, die bildende Kraft, die den Menschen auszeichnet und die immer angewiesen ist auf Verkörperung in einem Medium. Genau das leisten Symbole in allen Modi und Formen, ganz unabhängig davon, was ein Symbol im Einzelnen vorstellt und ist. Es ist in jedem Fall sinnliches, materiales Medium der Verkörperung von geistiger Bedeutung. Cassirer fasst Symbolisierung ganz generell als Vermittlung von Sinnlichem und Geistigem, die sich in den unterschiedlichsten Medien oder auch Materialien abspielt, also zum Beispiel in artikuliertem Laut. Wenn ich jetzt hier zu Ihnen spreche, ich bin
fortwährend damit beschäftigt, Symbole zu bilden und aneinander zu knüpfen. Aber auch in Bildern oder in materiellen Dingen oder in Ritualen, in Zeremonien, in Techniken aller Art, überhaupt in Handlungen aller Art, in Institutionen, in Formeln, überall findet diese für den Menschen charakteristische Investition von Geist in mediale Verkörperung statt. Das ist Cassirers Ansatz. Und die symbolischen Formen, die er in seiner Philosophie exemplarisch untersucht, sind die Sprache, die mythische Lebensform, die Religion, die Kunst, die Wissenschaft, die Technik, die Geschichte, das Recht und dabei immer auch deren wechselseitige Vernetzung und Überlagerung. Es wäre dazu im Einzelnen vieles zu sagen. Ich merke jetzt schon, wenn ich spreche, ich hätte tatsächlich wieder Lust, sofort mich hinein zu vertiefen, aber das ist ja in der Zeitökonomie des heutigen Abends nicht vorgesehen. Cassirer widmet den symbolischen Formen und ihren verschiedensten differenzierten Funktionen eingehende Untersuchungen, aber in der begrenzten Zeit, die wir jetzt hier haben, konzentriere ich mich darauf, vielleicht die systematische Pointe dieser Philosophie der Kultur deutlich herauszustellen, abgesehen davon, dass es schon wichtig ist zu sehen, mit dieser Kulturphilosophie soll das Wesen des Menschen als eines bedeutungsschaffenden Wesens herausgearbeitet werden. Aber es gibt eine weitere Pointe, die meines Erachtens in der Forschung nicht immer stark genug zur Geltung gebracht worden ist, nämlich die Philosophie der symbolischen Formen ist im Wesentlichen eine Theorie der Freiheit. Wir haben uns angewöhnt und wir jetzt in den letzten 20 Jahren insbesondere Freiheit als Willensfreiheit zu begreifen und da, wo wir Handlungsfreiheit, also Konkretisierung von Willensfreiheit thematisieren, da beschränken wir uns sehr häufig auf politische Freiheit. Hier bei Cassirer haben wir einen Ansatz, in dem grundlegend gedacht werden soll, dass die Kultur, die sich der Mensch schafft, im Wesentlichen der Prozess seiner Freiheit, seiner Gewinnung von Freiheiten und von Freiheit sein soll. Wie hat man das zu verstehen? Symbolisierung von Bedeutung in dem vorhin geschilderten Sinne, egal in welcher Art, egal in welcher konkreten Form sie geleistet wird, und eine Leistung ist es immer, ist allemal ein Akt der Distanznahme gegenüber der vorgefundenen und gleichsam andrängenden Wirklichkeit. Also Cassirers These lautet, durch die symbolische Formung gewinnt der Mensch Abstand von den bloßen Eindrücken, die auf ihn wirken und die ihn jederzeit unvermittelt auch überwältigen könnten. Aber er schafft sich in der Symbolisierung Vermittlung, indem er seine Eindrücke durch Eigenaktivität zum Ausdruck bringt. Dadurch schafft er Objektivität und mit Objektivität zugleich einen Spielraum der Distanz, von dem aus er über seine Eindrücke, über alle vorgefundenen Verhältnisse verfügen kann. Und insofern hat diese Objektivität, dieser Spielraum der Distanz etwas Befreiendes, überhaupt erstmal den Ansatz zu finden, über die Verhältnisse zu verfügen, indem man sie selbst auf einen Ausdruck bringt. Also Symbolisierung ist von daher für Cassirer der Nukleus der menschlichen Freiheit und das ist meines Erachtens grosso modo die Botschaft der Philosophie der symbolischen Formen, die ein reiches Œuvre ausmacht. Sie zeigt Cassirer dabei als einen nicht nur produktiven, sondern auch immer kommunikativen Gelehrten, der im intensiven Kontakt mit allen beteiligten anderen Wissenschaften dieses große Thema der Kultur bearbeitet, der hier in Hamburg, Sie haben es an dem exemplarischen und wichtigsten Beispiel der KBW schon geschildert,
das geleistet hat, was wir heute interdisziplinären Austausch nennen. Und wenn man ihn dann so sieht, so wie Sie ihn jetzt hier an die Wand projiziert haben, dann hat man den Eindruck, das sei vor allen Dingen ein sehr konzentriertes und zurückgezogenes Gelehrtenleben gewesen. Aber man darf sich das Leben eines Philosophen in der Weimarer Republik nicht als gestörtes, mußevolles Arbeiten vorstellen und das eines jüdischen Gelehrten erst recht nicht. Es gab das Syndrom des Antisemitismus schon vor 1919 und man darf wohl sagen, in den 20er Jahren hat es sich ganz radikal verschärft. Und meine Frage an Sie, damit drehe ich den Spieß jetzt wieder um, wäre, was hat sich Cassirer davon in seinem Hamburger Wirkungsfeld als Professor, als Gelehrter, als akademischer Lehrer, als Kollege eigentlich mitgeteilt? Was hat er mitgekriegt von der Verschärfung der Verhältnisse der Juden? Es hat eine Reihe von Vorfällen gegeben innerhalb von und außerhalb von Universitäten. Ich will gerne einen ganz kleinen Rückerinnerung machen und eine Affäre schildern, die 1916 stattgefunden hat. Ich habe die in meinem Buch nur ganz am Rande gestreift, weil sie eben 1916 stattgefunden hat, also nicht in den Hamburger Jahren. Und ich will sie jetzt nur kurz schildern, deswegen, weil die Historikerin Barbara Vogel, von der ich nicht weiß, ob sie heute Abend hier ist, ist sie da? Ah, sie ist da, okay. Frau Vogel hat schon 2017 dankenswerterweise meine erste Skizze für dieses Buch sehr ausführlich mit mir diskutiert und hat mich jetzt aber auch nach dem Erscheinen meines Buches nochmal darauf hingewiesen, dass es 1916 eine ganz besondere Affäre gab, nämlich die sogenannte Bauch-Affäre, an der man sehr gut sehen kann, wie sehr Cassirer unter dem anschwellenden Antisemitismus gelitten hat. Diese Affäre hieß Bauch-Affäre nach dem Philosophen Bruno Bauch, der in Jena Professor für Philosophie war. Es ging um Folgendes. Bereits in Berlin, als er noch Privatdozent war, war Cassirer in die Kant-Gesellschaft eingetreten. Und die Kant-Gesellschaft hatte das Ziel, die Philosophie Immanuel Kants bekannt zu machen, zu verbreiten und das Studium seiner Philosophie zu fördern. Und in der Zeitschrift Kant Studien, die von der Gesellschaft herausgegeben wurde, verbreitete eben jener Bruno Bauch seine antisemitischen Ideen. In dieser Zeitung veröffentlichte er sein völkisches Nationenkonzept. Und ich muss jetzt einige Sachen daraus zitieren. In diesem Text, den er dort publizierte, bezeichnete er den Juden als Gast im deutschen Hause, als völkischen Fremdling, der zwar die deutsche Sprache spreche, aber ein deutsches Geisteswerk nur bis zu einem gewissen Grade verstehen könne und bald zu den unüberwindlichen Grenzen gelangen müsse, die durch die Volkstumsunterschiede gezogen seien. Wenn man sich jetzt Cassirer vor Augen hält, diesen großen Kenner der deutschen Philosophiegeschichte, diesen großen Kenner der Philosophie Immanuel Kants, dann liegt das auf der Hand, dass natürlich diese Schmähungen ihn zutiefst getroffen haben. Er verlangte dann von der Kant-Gesellschaft eine Distanzierung von Bruno Bauch, aber die Kant-Gesellschaft tat das nicht. Cassirer verfasste dann eine Replik auf diesen Artikel, in dem er in wirklich ungewöhnlich scharfer Form darauf reagierte. Allerdings verzichtete er dann doch darauf, diesen Artikel zu publizieren, aus mehreren Gründen, unter anderem deswegen, weil Bruno Bauch dann schließlich doch zurücktrat, weil es nämlich auch noch von anderer Seite sehr vehemente Proteste gegen diesen Artikel von ihm gegeben hatte. Cassirer trat dann gemeinsam mit seinem Lehrer Hermann Cohen aus der Kant-Gesellschaft aus und ich denke, dass das ein Schritt gewesen sein muss, der ihm sehr schwer gefallen ist. Und insofern ist diese sogenannte Bauch-Affäre in ihrer Bedeutung für den sehr frühen Weggang von Cassirer aus Deutschland mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Und deswegen habe ich das jetzt gerne nochmal nachgetragen.
Es gibt weitere Ereignisse in Universitäten, auch an der Hamburgischen Universität riefen nationalsozialistische Studenten dazu auf, die Vorlesungen jüdischer Professoren zu boykottieren. Es gibt eine ganze Reihe von Ereignissen, die man da aufzählen könnte. Ich will nur ganz kurz umreißen einen Vorfall in Hannover, wo der jüdische Philosoph oder der Philosoph Theodor Lessing jüdischer Herkunft, der sehr bekannt war für seine scharfzüngigen publizistischen Arbeiten, von einem sogenannten Kampfausschuss gegen Lessing von Studierenden daran gehindert wurde, seine Vorlesungen abzuhalten und von Studenten, die mit Eichenstöcken bewaffnet waren, aus der Universität gejagt wurde. Dieser Vorfall, der in Hannover stattfand, wirkte sich auf die Universität in Hamburg aus, weil man in der Philosophischen Fakultät diesen Vorfall diskutierte. Und es gab einige Leute in der Fakultät, die dafür waren, eine Solidaritätsadresse an Lessing zu schicken. Das war aber tatsächlich nicht durchzusetzen, weil einige der konservativen Professoren der Meinung waren, es handelte sich hierbei nicht um einen Eingriff in die Lehrfreiheit. Ich denke mal, das ist ein weiteres Beispiel dafür, an dem man sich sehr gut vorstellen kann, was das für Kassierer für eine Bedeutung gehabt haben muss. Damit konfrontiert, dass einer seiner Kollegen wegen seiner jüdischen Herkunft mit unter Androhung von körperlicher Gewalt aus der Uni rausgejagt worden ist und seine eigenen Kollegen in der Philosophischen Fakultät in Hamburg waren nicht bereit, sich mit diesem betroffenen Kollegen zu solidarisieren. Und ich wage einfach mal, ich glaube, das ist auch wirklich nicht gewagt, ich stelle mir einfach vor, dass das für Kassierer außerordentlich alarmierend gewesen sein muss. Vielleicht hat er sich gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn ich mit so einer Art von Bedrohung konfrontiert würde, was würden eigentlich meine Kollegen in so einer Situation tun? Es gibt weitere Vorfälle, in ihrer Gesamtheit mit Sicherheit dazu beigetragen haben, dass Kassierer sehr früh gemerkt hat, wohin die Reise geht und eben deswegen auch sehr früh sich entschlossen hat, Deutschland zu verlassen. Ich würde gerne an der Stelle nochmal zurückkommen auf eine Formulierung, die wir gerade in der Lesung des Briefes an den Dekan der Fakultät, Walter Küchler, alle gehört haben. Kassierer wendet sich gegen diese natürlich im Hinblick auf eine Öffentlichkeit erfolgende Beschönigung, Verharmlosung seiner Entfernung aus dem Amt und protestiert dagegen, dass zwei Hamburger Zeitungen, er sagt missverständlich, aber selbstverständlich ist es nicht missverständlich, sondern falsch gewesen, berichtet haben, er hätte sich aus privaten, möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Er legt Wert darauf, dass es keine privaten Gründe waren. Und dann kommt ein ganz interessanter Gegensatz. Man würde, wenn das Thema ist, privat als Gegensatz erwarten, politisch. Man würde sagen, würde erwarten, dass der Briefschreiber schreibt, ich hatte nicht private Gründe, sondern politische. Stattdessen formuliert er, ich hatte nicht private Gründe, sondern prinzipielle Gründe. Und das finde ich sehr auffällig. Das nährt im Grunde genommen eine Vermutung, ein gelegentlich auch geäußertes Misstrauen in der Rezeption dieses Denkers. Immer wieder mal kommt das vor, dass Kassierer geschildert wird als der Typus eines reinen Gelehrten, der in völliger Zurückgezogenheit vor allen Dingen Wert darauf gelegt hätte, sich seinem Werk zu widmen. Manchmal begegnet man sogar dem Urteil, er sei ein idealistischer Denker gewesen und dabei völlig unpolitisch. Jetzt denke ich aber, Frau Wittek, in Kenntnis Ihres Buches und auch der zahlreichen Hinweise, die Sie zusammengetragen haben, da hätten Sie Einspruch anzumelden. In der Tat, auf jeden Fall, da hätte ich Einspruch anzumelden. Ich habe den Eindruck gehabt bei meiner Auseinandersetzung mit ihm, Kassierer war nicht nur ein liberaler Demokrat, der sich schon im Kaiserreich zu den Denktraditionen von den unveräußerlichen Rechten und Freiheiten des Individuums bekannte, sondern als dann 1919 die republikanische Verfassung in Kraft trat, hat er sie sofort unterstützt und er hat sie auch sofort verteidigt. Gelegenheit dazu hatte er in der Tat schon 1920. Ich zeige das jetzt nicht etwa, damit Sie versuchen, das zu lesen. Ich weiß, das ist vollkommen unmöglich, sondern allerhöchstens die Überschrift Kundgebung deutscher Hochschullehrer für die republikanische Verfassung.
Das kam zustande, weil 1920 aus dem Kaiserreich überkommene Eliten versuchten, die Reichsregierung aus Mitte-Links-Parteien zu stürzen. Das waren Leute um den Monarchisten Wolfgang Kapp herum. Und dieser Kapp-Putsch offenbarte eben ganz, ganz kurz, nachdem die Weimarer Republik gegründet worden war, wie gefährdet sie schon war von Anfang an. Und dieses Ereignis, den Kapp-Putsch, nahm Cassirer zum Anlass, gemeinsam mit über 300 anderen Hochschullehrern eben diese Kundgebung deutscher Hochschullehrer für die republikanische Verfassung zu unterzeichnen. Die wurde in mehreren Tageszeitungen veröffentlicht. Und er bekannte sich dazu in dieser Form. Das ist eine relativ allgemein gehaltene Erklärung gewesen und mir ist wichtig zu sagen, dass Cassirer keineswegs bei solchen allgemein gehaltenen Erklärungen stehen geblieben ist, sondern er engagierte sich und positionierte sich auch in ganz heiß und hitzig geführten gesellschaftspolitischen Kontroversen. 1925 unterzeichnete er mit über 400 anderen Wissenschaftlern und Künstlern eine Denkschrift an die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches zur Abschaffung des Paragraphen 175, der Homosexualität unter Männern unter Strafe stellte. Wir sehen also, 1925 vertrat Cassirer schon einen sehr modernen Standpunkt, der erst 44 Jahre später, nämlich 1969, in Deutschland Realität wurde, als nämlich der sozialdemokratische Justizminister Gustav Heinemann den Paragraphen 175 abschaffte. Eine ganz besonders wichtige Rede, in der Cassirer sich als politisch denkender Mensch auswies, das ist eine Rede, die er 1928 zur Feier der demokratischen Weimarer Verfassung auf Einladung des Hamburger Senats im Rathaus hielt. Diese Rede hatte den Titel »Die Idee der republikanischen Verfassung« und diese Rede wird uns jetzt gleich Stefan Benson vortragen. Ich will dazu vorher noch ein paar Worte sagen. Ich schätze mal, dass diese Rede damals im Rathaus ungefähr eine halbe Stunde gedauert hat. So viel Zeit haben wir nicht, deswegen hören Sie jetzt eine von mir ziemlich drastisch gekürzte Version. Bei dieser Kürzung sind natürlich allerlei sehr umfassende ideengeschichtliche Ableitungen des modernen Verfassungsgedankens verloren gegangen. Das ließ sich nicht anders machen. Ich glaube aber trotzdem, dass Sie die zentrale Aussage dieser Rede ganz klar verstehen werden. Cassirer wandte sich ausdrücklich gegen die völkischen und antidemokratischen Bewegungen der damaligen Zeit, die in der Demokratie eine Verirrung sahen, die dem deutschen Nationalwesen fremd sei. Cassirer widersprach dieser Position, indem er die Idee der Freiheit und der gleichen Rechte aller Individuen bis Gottfried Wilhelm Leibniz zurückverfolgte, der nämlich als erster europäischer Denker das Prinzip der unveräußerlichen Grundrechte des Individuums vertreten hatte. Cassirers Motivation war dabei natürlich überhaupt nicht nationalistischer Natur, also etwa nach dem Motto, Leibniz ist ein deutscher Denker, wir vereinnahmen ihn für uns. Nein, im Gegenteil natürlich, er rückte die Auffassung dieses deutschen Philosophen in eine Kontinuität mit der Auffassung anderer europäischer Denker und außerdem präsentierte er sich selbst in dieser Rede als Demokrat, der vom europäischen Gedanken durchdrungen war. Ich danke in diesem Moment dem Felix Meiner Verlag, der uns die Erlaubnis gegeben hat, dass Stefan Benson diese Rede vortragen kann und ich bitte jetzt Stefan Benson, uns diese Rede vorzutragen. Meine Damen und Herren, wenn mir von Seiten des Hamburgischen Senats der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden ist, in dieser festlichen Stunde zu Ihnen zu sprechen, so drückt sich in diesem Auftrag, sofern ich ihn recht verstehe, eine allgemeine Überzeugung aus. Die Überzeugung, dass die großen historisch-politischen Probleme, die unsere Gegenwart beherrschen und bewegen, von jenen allgemeinsten Grundfragen des Geistes, die die systematische Philosophie sich stellt und um deren Lösung sie im Verlauf ihrer Geschichte unablässig gerungen hat, nicht abgelöst werden können. Es sind nicht zwei heterogene, geschweige feindliche Mächte, die hier einander gegenüberstehen, sondern überall stellt sich eine lebendige Wechselwirkung
zwischen der Welt des Gedankens und der Welt der Tat, zwischen dem Aufbau der Ideen und dem Aufbau der staatlichen und sozialen Wirklichkeit dar. Aus dieser unablässigen Wechselbewegung möchte ich für die gegenwärtige Feierstunde eine einzelne Phase herausgreifen und sie in anschaulicher Bestimmtheit vor sie hinzustellen suchen. Wovon ich sprechen will, das ist das Verhältnis von Theorie und Praxis, wie es sich in den naturrechtlichen und staatsrechtlichen Gedanken des deutschen philosophischen Idealismus herstellt. Die deutsche idealistische Philosophie gelangt zu ihrer Reife und ihrer Vollendung im Werke Kants, in der Kritik der reinen Vernunft, die 1781, und in der Kritik der praktischen Vernunft, die 1788 erscheint. Und unmittelbar darauf, am 26. August 1789, erfolgt durch die französische verfassunggebende Nationalversammlung die Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, die den eigentlichen Durchbruchspunkt für die politischen Kräfte bildet, aus denen die französische Revolution sich nähert. Stehen diese beiden Tatsachen, von denen jede eine große weltgeschichtliche Wendung in sich fasst, einfach in der Zeit nebeneinander? Oder sind sie in irgendeinem, wenn auch noch so mittelbaren Sinne, miteinander verwandt? Folgen sie sich lediglich in der Reihe des äußeren Geschehens oder sind sie in ihrer inneren Bedeutung, in der Ordnung der Ideen miteinander verknüpft? Inwieweit berührt sich die gedankliche Grundtendenz, durch welche Kants theoretische Philosophie und seine Ethik bestimmt wird, mit jenen Tendenzen, aus denen die revolutionäre Bewegung in Frankreich entsprungen ist? Diese Frage lässt sich nicht beantworten, wenn wir uns damit begnügen, die Revolution der Denkart, die Kant in der Philosophie vollzogen hat, der großen politischen Umwälzung einfach zur Seite zu stellen. Wir müssen zu den Quellen beider zurückgehen, um in ihnen den eigentlichen Punkt der Vereinigung zu finden. Die stärksten Antriebe für die französische Revolution sind gedanklicher Art gewesen. Sie bestanden in der Forderung nach unveräußerlichen Grundrechten des Individuums. Um den eigentlichen Ursprung dieser Forderung aufzudecken, müssen wir einen weiten und mühsamen Weg einschlagen. Wir versetzen uns in den Mittelpunkt jener großen geistigen Bewegung, wie sie in Deutschland im 17. Jahrhundert von Leibniz eingeleitet worden ist. Er ist der erste unter den großen europäischen Denkern gewesen, der mit vollem Nachdruck und mit aller Entschiedenheit das Prinzip der unveräußerlichen Grundrechte des Individuums vertreten hat. Indem Leibniz die Frage nach der Berechtigung der Sklaverei prüft, kommt er zu dem Ergebnis, dass selbst dann, wenn rein juristisch ein Eigentumsrecht eines Menschen an einem anderen sich begründen lasse, der Ausübung dieses Rechts immer bestimmte Schranken gesetzt sein müssten. Denn diesem Recht stellt sich ein anderes, höheres gegenüber. Das Recht der vernünftigen Seelen, die von Natur und in unveräußerlicher Weise frei sind. Es ist das Recht Gottes, der höchste Herrscher über Leiber und Seelen ist und unter welchem die Herren die Mitbürger ihrer Knechte sind, weil diese im Königreich Gottes das Bürgerrecht ebenso wie sie selbst genießen. Es ist das angeborene und unveräußerliche Recht jedes Menschen. Das angeborene Recht ist jedes Recht, das unmittelbar aus dem Wesen des Menschen, aus seinem Begriff und seiner Essenz quillt. Während alle Rechte, die nur in einer zufälligen und veränderlichen Beschaffenheit gründen, als erworbene Rechte bezeichnet werden. Von dieser letzten Art
sind alle einzelnen Vorrechte, wie sie dem Menschen durch seine Abstammung, seinen Stand und so fort zuteil werden. Im Umkreis der wahrhaften Grundrechte aber hören alle solchen Vorrechte auf. Hier gilt der Grundsatz der absoluten Gleichheit der Rechtssubjekte. Zu dem Recht der Gleichheit tritt sodann als zweites das Recht der persönlichen Sicherheit hinzu. Jedem Individuum steht die ungestörte Ausübung aller Handlungen zu, auf denen sein Fortbestand als physisches Wesen und seine Vervollkommnung als geistiges Wesen beruht. Die Forderung dieses Grundgedankens lässt sich in der deutschen Philosophie des 18. Jahrhunderts nach allen Seiten hin verfolgen. Aber sie ist keineswegs auf Deutschland beschränkt geblieben. Eines der wichtigsten und einflussreichsten Werke der englischen Staatstheorie dieser Epoche, Blackstones berühmte Commentaries on the Laws of England vom Jahre 1765, zeigt deutlich die Spuren dieses Einflusses. Und damit stehen wir nun bereits an dem Punkte, an dem der Gedanke der unveräußerlichen Grundrechte des Individuums aus der Sphäre der reinen Theorie in die der praktischen Politik übergreift. Denn Blackstones Kommentare, die weiteste Verbreitung nicht nur in England selbst, sondern auch in Amerika gefunden haben, bilden das theoretische Vorbild, nach welchem die Verfassungen geschaffen wurden, die die amerikanischen Einzelstaaten nach ihrer Losreißung vom englischen Mutterland sich gegeben haben. Diese amerikanischen Declarations of Right gipfeln sämtlich in dem Gedanken, dass alle Menschen von Natur gleichmäßig frei und unabhängig sind und dass sie bestimmte, ihnen ursprünglich innewohnende Rechte besitzen, die ihnen durch den Eintritt in die staatliche Gemeinschaft nicht genommen werden und auf die sie selber niemals mit bindender Kraft für ihre Nachkommen verzichten können. Und jetzt, nachdem wir die Einzelphasen in der Entwicklung des Gedankens der ursprünglichen Menschen- und Bürgerrechte verfolgt haben, schließt sich für uns der Kreis der Betrachtung. Denn es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Bills of Right der einzelnen amerikanischen Freistaaten das eigentliche Modell für die Erklärung der französischen Nationalversammlung vom 26. August 1789 gebildet haben. Blicken wir von hier aus noch einmal zurück und lassen wir das Ganze der Entwicklung vor unserem geistigen Auge vorüberziehen, so zeigt sich eine merkwürdige Wanderung und Wandlung der Ideen. Gottfried Wilhelm Leibniz, einer der eigentlichen Begründer der modernen europäischen Gedankenwelt, ist es, der dem Prinzip der ursprünglichen und unveräußerlichen Rechte des Individuums zuerst seine feste und bestimmte Prägung gibt und der ihm seinen Platz innerhalb des Systems der Philosophie anweist. Er schafft nicht den Inhalt dieses Gedankens, denn dieser lag als Erbgut der antiken Philosophie und Ethik vor. Aber die neue Form, die systematische Fassung und Begründung, die ihm zuteil wurde, sichert ihm fortan auch eine neue, nach allen Seiten des geistigen Kosmos ausstrahlende Wirkung. Die Idee von den ursprünglichen und unveräußerlichen Rechten des Individuums zieht weitere Kreise und wirkt auf England hinüber, um dann abermals ihren politischen und kulturellen Schauplatz zu wechseln und von den jungen Freistaaten Nordamerikas aufgenommen und proklamiert zu werden. Jetzt wird sie wahrhaft universalistisch gestaltet. Das Individuum als solches, die Menschheit als Ganzes, bildet das eigentliche Rechtssubjekt für die unveräußerlichen Grundrechte. Und damit sind, was diese Rechte betrifft, nicht nur alle ständischen, sondern auch alle nationalen Schranken gesprengt und für kraftlos und nichtig erklärt. Von Nordamerika springt der Funke gleichsam unmittelbar nach Frankreich über und indem er hier auf einen durch Jahrhunderte angehäuften Zündstoff trifft,
wird damit der große Weltenbrand entzündet. Die reine Idee als solche scheint dabei freilich ihre Kraft verloren zu haben. Sie vermag die Geister, die sie gerufen hat, nicht mehr zu bändigen und zu beherrschen, sondern sie muss, so scheint es, aus der Tiefe aufsteigenden Gewalten das Feld räumen. Aber wiederum setzt jetzt in Deutschland eine neue, rein geistige Gegenbewegung ein. Denn die deutsche Philosophie, wie sie nunmehr durch Kant vertreten wird, ist keinesfalls gewillt, sich den neuen Gewalten, denen sie sich jetzt in der wirklichen Welt gegenüber sieht, einfach gefangen zu geben, sondern sie dringt auf ihre schärfste Kritik. Und diese Kritik war, so stark Kants innere Sympathie für die große Idee gewesen ist, die er in der Französischen Revolution verkörpert sah, unerbittlich und unbestechlich, wenn es sich um das Urteil über ihren weiteren Verlauf handelte. Die Hinrichtung des Königspaares hat er aus seinem ethischen Grundprinzip heraus unbedingt verurteilt. Die Epoche der Schreckensherrschaft hat er als Zeit der öffentlichen und für gesetzmäßig erklärten Ungerechtigkeit eines revolutionären Zustandes bezeichnet. Aber eines blieb für Kant auch in all den schroffen Urteilen über einzelne Ereignisse und Taten der Französischen Revolution unerschütterlich: der Vernunftglaube an die Idee der republikanischen Verfassung selbst. Die politische Umwälzung als solche konnte ihn weder überraschen noch erschrecken, hatte er sie doch seit langem vorausgesehen, und die Gewinnung einer vollkommenen Staatsverfassung als Ziel der politischen Geschichte der Menschheit bezeichnet. Er hatte die Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen der Umbildung ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand als der Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, einmal zustande kommen werde. Es ist somit nur die Wiederholung dieser seiner eigenen ursprünglichen Forderung, nicht der Einfluss der äußeren Weltereignisse, wenn Kant 5 Jahre nach der Französischen Revolution erklärt, dass die bürgerliche Verfassung in jedem Staat republikanisch sein sollte. Er betont dabei, dass es für die Echtheit und Lauterkeit der republikanischen Verfassung darauf ankomme, dass nur solche Gesetze sanktioniert werden, wie sie aus dem vereinigten Willen des ganzen Volkes haben entspringen können. Jeder Untertan soll nicht nur Untertan, sondern er soll zugleich Bürger sein. Jeder Gesetzgeber soll von der Gesamtheit des Volkes nichts anderes fordern, als was diese Gesamtheit aus ethischen Forderungen und Maximen heraus über sich selbst beschließen könne. Was meine Betrachtungen Ihnen nahebringen sollten, war die Tatsache, dass die Idee der republikanischen Verfassung als solche im Ganzen der deutschen Geistesgeschichte keineswegs ein Fremdling, geschweige ein äußerer Eindringling ist, dass sie vielmehr auf deren eigenem Boden erwachsen und durch ihre ureigensten Kräfte, durch die Kräfte der idealistischen Philosophie genährt worden ist. Aber auch diese historische Einsicht bliebe unfruchtbar und unwirksam, wenn wir sie lediglich als ein Wissen vom Vergangenen, vom Gewesenen und Abgetanen verstehen wollten. Das Beste, was wir von der Geschichte haben, sagt Goethe, ist der Enthusiasmus, den sie erregt. So soll auch die Versenkung in die Geschichte der republikanischen Verfassung nicht lediglich rückwärtsgewandt sein, sondern sie soll in uns den Glauben und die Zuversicht stärken, dass die Kräfte, aus denen sie ursprünglich erwachsen ist, ihr auch den Weg in die Zukunft weisen und mithelfen werden, diese Zukunft heraufzuführen.
Ja, ich denke, nach dieser großen Rede im Hamburger Rathaus ist kein Zweifel mehr, dass wir es auch mit einem politischen Zeitgenossen zu tun haben. Und jetzt müssen wir vielleicht wieder ein kleines bisschen die Perspektive zurückschwenken. Diese große Rede steht nicht nur politisch, sondern sie steht auch biografisch in einem bedeutsamen Zusammenhang. Vielleicht könnten Sie uns noch schildern, wie es eigentlich zu der Einladung gekommen ist, dass der Philosoph Ernst Cassirer am 11. August 1928 die Rede zum Verfassungsfeiertag im Hamburger Rathaus halten sollte. Sehr gerne. Die Vorgeschichte war, dass Cassirer 1928 einen Ruf auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Stiftungsuniversität zu Frankfurt am Main bekommen hatte. Und tatsächlich auch, obwohl es ihm in Hamburg ja sehr gut gefiel, nicht abgeneigt war, nach Frankfurt zu wechseln. Unter anderem, weil dort sein Vetter Kurt Goldstein, den ich ganz am Anfang mal erwähnte, lehrte und forschte. Und zu Kurt Goldstein hatte er einfach eine sehr enge, freundschaftliche Verbindung. Und das war einer seiner wichtigsten Gesprächspartner. Dieser Umstand, dass Cassirer tatsächlich ernsthaft erwog, nach Frankfurt zu gehen, rief dann in Hamburg verschiedene Leute auf den Plan, allen voran Abi Warburg, der um jeden Preis verhindern wollte, dass Cassirer Hamburg verlassen würde. Und deswegen verfasste er ein Manifest mit dem Titel »Warum Hamburg den Philosophen Ernst Cassirer nicht verlieren darf«. Er erreichte es, dass dieses Manifest im Hamburger Fremdenblatt veröffentlicht wurde, und er ließ außerdem einen Sonderdruck davon herstellen, der viele, viele Seiten umfasste, und versandte diesen Sonderdruck an fast 70 sehr einflussreiche Hamburger Persönlichkeiten. Er erreichte damit tatsächlich, dass sich weite Kreise dafür interessierten, ob Cassirer in Hamburg bleiben würde, ja oder nein, und eben unter anderem dann tatsächlich auch die Stadt Hamburg, also der erste Bürgermeister Karl Petersen und der Wissenschaftssenator Paul de Chapeau Rouge baten Cassirer als Ausdruck ihrer besonderen Wertschätzung darum, eben jene Rede im Rathaus zu halten. Und das finde ich deswegen auch wirklich wichtig und erwähnenswert, weil ja wenige Jahre später niemand mehr bereit war, Cassirer in Hamburg zu halten. Also einfach, um das nochmal vor Augen zu führen, dazwischen lagen nur ganz wenige Jahre. Wir reden jetzt von 1928 und 1933 ließ man ihn gehen. Und die Stadt Hamburg ging dann sogar noch weiter. Es war dann so, dass Cassirer sich allmählich tatsächlich auch davon überzeugen ließ, dass man ernsthaft ein Interesse daran hatte, ihn in Hamburg zu halten. Und was dann wahrscheinlich mit den Ausschlag gegeben hat, war, dass eine Konferenz früherer Rektoren einstimmig beschloss, Cassirer zum Rektor der Hamburgischen Universität vorzuschlagen. Und genauso kam es dann auch. Also das war dann sozusagen das Ereignis, was wahrscheinlich Cassirer dann nochmal endgültig gezeigt hat, wie dringend man wirklich wollte, dass er in Hamburg blieb. Ungefähr ein Jahr nach der Rede, die er im Rathaus gehalten hat, nämlich im Sommer 1929, stellte er sich dann in der Vollversammlung der Universität zur Wahl als Rektor. Und im Protokoll dieser Versammlung steht dann, dass von den 46 stimmberechtigten anwesenden Herren 35 für Cassirer stimmten, stimmberechtigte Damen gab es offensichtlich nicht. Jedenfalls wurde er dann tatsächlich Rektor der Hamburgischen Universität, und das ist insofern wirklich auch besonders erwähnenswert, als es zwar tatsächlich im Deutschen Reich schon dreimal Professoren jüdischer Herkunft gegeben hat, die Rektoren an Universitäten geworden sind, allerdings zu einer anderen Zeit, also um die Jahrhundertwende, als der Antisemitismus noch lange nicht so ausgeprägt war wie der 1929, und dass Cassirer 1929 zum Rektor der Hamburgischen Universität gewählt wurde, das war dann schon wirklich sehr, sehr bedeutsam und ist doch ein Zeichen dafür gewesen, dass er damals wirklich sehr hoch angesehen war. Ja, und dann, muss man sagen, scheint jedenfalls im Rückblick auf diese Zeit mit einem Mal alles sehr schnell zu gehen. Ja. Wahrscheinlich deswegen, weil dramatische politische Ereignisse immer mit einem Beschleunigungseffekt in der Wahrnehmung einhergehen.
1932 erscheint Cassirers bereits erwähntes großes Buch Die Philosophie der Aufklärung. Und bereits zu Beginn des folgenden Jahres machen die Zeitgenossen die Erfahrung, dass sie inzwischen nicht mehr wie Kant 1784 mit einiger Zuversicht sagen könnten, wir leben zwar nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, wohl aber in einem Zeitalter der Aufklärung. Mit einem Mal musste man den Eindruck haben, man lebt nicht mehr in einem Zeitalter der Aufklärung, sondern in finsteren Zeiten. Wie hat Cassirer auf den Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und in Hamburg reagiert? Ja, in der Tat. Ich glaube auch, dass es so einen Beschleunigungseffekt gegeben hat. Also 1932, als dann die NSDAP in der Hamburgischen Bürgerschaft stärkste Partei wurde, war das natürlich schon mal ein wichtiges Ereignis. Dies ist ein Foto aus dem Hamburger Anzeiger von 1932. Da geht es um nationalsozialistische Grabschänder. Ja. Das ist die Zeit, in der es auch zu Verwüstungen von jüdischen Friedhöfen kam, als die erste Synagoge geschändet wurde. Und wir haben schon vorhin sozusagen die wichtigen Daten erwähnt. Der 5. März 1933 ist das Datum, als die NSDAP bei der Reichstagswahl stärkste Partei wurde. Am 8. März, drei Tage später, wählte die Hamburgische Bürgerschaft einen Senat, in dem nationalsozialistische Senatoren die Hälfte der Posten stellten und außerdem einen ihnen nahestehenden ersten Bürgermeister. Dies alles im Zusammenhang mit all dem, worüber ich jetzt heute Abend gesprochen habe, was ich versucht habe zu zeigen, dass es sehr viele verschiedene Ereignisse gegeben hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in der Universität, mit Studierenden, im Kontakt mit den Kollegen, Ereignisse in anderen Universitäten und dann eben natürlich die politischen Mehrheitsverhältnisse, die sich herausgebildet haben. All das hat dann dazu geführt, dass Cassirer eben schon am 12. März 1933 Deutschland verließ. Dieses Foto hier von dem damaligen Leuniplatz, das ist der heutige Theodor-Heuss-Platz, wie Sie sicherlich alle auf Anhieb erkennen werden. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Und ich finde trotzdem, also mir bedeutet dieses Foto sehr viel, weil ich mir vorstelle, dass das vielleicht die Perspektive war, die Cassirer, Ernst und Toni gehabt haben, sozusagen der letzte Blick, den sie vom Dammtorbahnhof aus auf die Universität geworfen haben, bevor sie dann am Dammtorbahnhof in den Zug gestiegen sind. Denn sie sind ja dann ganz schnell nach Italien, dann in die Schweiz und dann nach Österreich gegangen. Vom Ausland aus beobachtete Cassirer das, was dann in Deutschland weiter geschah. Das wissen Sie alle, was dann passierte. Am 1. April 1933 fand der Judenboykott statt. Am 7. April 1933 erließen die neuen Machthaber das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das dazu diente, jüdische und politisch missliebige Beamte aus ihrem Dienst zu entfernen. Auf der Basis dieses Gesetzes wurde Cassirer im Juli 1933 zum Oktober 1933 zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Und es ist dann an dieser Stelle entscheidend wichtig zu sagen, dass der Brief, mit dem Cassirer den amtierenden Rektor der Hamburgischen Universität bat, ihn von seinen akademischen Pflichten zu befreien, am 5. März 1933 geschickt worden ist. Also Cassirer ist diesem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums um zwei Tage voraus gewesen, was einfach noch einmal ein Beleg für seine ungeheure Geistesgegenwart, für seine ungeheure Geisteskraft und für seine Geistesgegenwart und sein politisches Bewusstsein gewesen ist. Erwähnen, glaube ich, sollten wir, dass in den Protokollen der Philosophischen Fakultät überhaupt nicht die Rede davon ist, wieso eigentlich Cassirer auf einmal nicht mehr da war. Man hätte sich ja vorstellen können, dass dann darüber gesprochen wird. Wo ist denn eigentlich Herr Cassirer? Erst 10 Wochen nach der letzten Sitzung, an der er teilgenommen hat, wurde zum ersten Mal darüber gesprochen, aber keineswegs aus eigenem Anlass, aus eigener Initiative der anwesenden Professoren, sondern weil Cassirer an den Dekan der Philosophischen Fakultät eben jenen Brief geschrieben hat, den Sie am Anfang gehört haben. Also das war dann der Grund, warum dann tatsächlich die Kollegen sich damit auseinandersetzten. Zu einer Solidaritätskundgebung für Cassirer kam es nicht. Es gab einen Kollegen, das war der Historiker Justus Haßhagen, der dann einige Jahre später selber
wegen seiner Ablehnung des nationalsozialistischen Regimes in den Ruhestand versetzt wurde, der beantragte zu beschließen, dass die Fakultät die Eingriffe in den Lehrkörper bedauere, und er schlug vor, dies den Betroffenen in einem ausführlichen Schreiben mitzuteilen. Doch dazu kam es nicht und auch überhaupt nicht zu einem Eintreten der Fakultät für die ausgegrenzten Kollegen. Ernst und Toni Kassierer gingen also ins Exil. Sie haben es schon angedeutet. Ja, genau. Und wie ging es im Exil dann weiter? Ja, also Herr Dittmer hat ja vorhin schon in seiner Begrüßung die wichtigsten Stationen genannt. Kassierers ging zunächst nach England. Ich füge einmal hinzu, dass Kassierer schon im Sommer 1933 von drei verschiedenen Universitäten das Angebot bekam, eine Gastprofessur zu übernehmen, und zwar aus Großbritannien, Schweden und den USA. Er entschied sich dann für Großbritannien, unter anderem, weil er hoffte oder weil absehbar war, dass die KBW mit den gesamten Buchbeständen und mit den Mitarbeitern nach London verlegt werden würde. Das heißt, Kassierer konnte sich versprechen, wenn er nach England geht, dass die Zusammenarbeit mit der KBW sich fortsetzen lassen würde. Er ist dann zwei Jahre dort geblieben und schon 1935 dann nach Schweden weitergewandert, mit seiner Frau zusammen auf einen Lehrstuhl in Göteborg. Das ist initiiert worden von einem früheren Studenten von ihm, und in Schweden ging es ihm dann tatsächlich auch sehr gut, wesentlich besser als in England. Er war in Schweden sehr angesehen, sehr integriert, er war mit vielen schwedischen Philosophen in Kontakt, er setzte sich mit der Philosophie schwedischer Philosophen auseinander, publizierte auch darüber, legte gemeinsam mit seiner Frau 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft ab, wurde schwedischer Staatsbürger, und musste aber trotzdem gemeinsam mit ihr 1941 weiterziehen in die USA, weil nämlich mit der Besetzung Dänemarks und Norwegens durch deutsche Truppen dann das Leben auch in Schweden nicht mehr sicher war. Sie haben sich also dann entschlossen, in die USA weiterzuziehen, und Herr Dittmer hat auch schon erwähnt, dass es dort dann drei verschiedene Universitäten gab, die ihm Gastprofessuren anboten. Zwei davon hat er auch tatsächlich inne gehabt. Er war drauf und dran, die dritte Gastprofessur an der Universität in Los Angeles anzunehmen und von der Atlantikküste die 4000 Kilometer auf die andere Seite des amerikanischen Kontinents an die Pazifikküste zu reisen mit seiner Frau zusammen, um in Los Angeles die Professur anzutreten. Aber dazu kam es dann nicht mehr, weil er eben am 13. April 1945 ganz überraschend an einem Herzversagen starb. Es ist so, dass die Stadt Hamburg sich lange Zeit damit schwer getan hat, sich an Kassierer zu erinnern. Ich kann Ihnen hier erstmal nochmal die beiden Gräber zeigen von Ernst Kassierer und seiner Frau. Dieses Foto ist mir zugeschickt worden von Frau Kahamann, die tatsächlich dort war. Das heißt, man kann hier jetzt einmal sehen, wo die beiden dann eigentlich geblieben sind. Da haben sie also ihre letzte Ruhestätte gefunden. In Hamburg tat man sich lange schwer damit, Kassierer zu ehren und Kassierer zu würdigen, sich an ihn zu erinnern. Natürlich hängt das mit der ganzen Geschichte zusammen, wie er hier ausgegrenzt worden ist und schließlich auch weggelassen worden ist. 1964 hat eine Gruppe von engagierten Hamburger Bürgern es erreicht, dass in einem Neubaugebiet im Stadtteil Lohbrügge eine Straße nach Ernst Kassierer benannt wurde. Dieses Foto, was Sie hier sehen, wie soll ich sagen? Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen diese Straße kennt. Das ist Ich bin da sofort hingefahren, als ich den Ruf nach Hamburg angenommen hatte. Okay. Und ich muss sagen, ich war maßlos bestürzt, zu sehen, dass man Kassierer so gewissermaßen in ein Vorortviertel ausgelagert hatte. Genau. Ja. Eine winzige kleine Straße. Man kann das noch toppen, indem man sagt, es ist eine Sackgasse.
Es gibt ein einziges Straßenschild, mehr Schilder braucht man dort auch nicht, weil die Straße so klein ist und das ist eben genau dieses Schild, was Sie da sehen, mehr gibt es nicht. Aber es hat sich dann doch noch einiges getan in Hamburg. Hamburg hat sich dann doch im Laufe der Zeit insbesondere die Universität seiner erinnert und das ist der Moment, wo ich gerne an Sie den Stab übergeben möchte, weil Sie diejenige sind, die darüber viel mehr sagen kann als ich. Da bin ich mir gar nicht so sicher, Frau Wittek, aber ich mache das trotzdem gerne. Es ist zunächst mal die Geschichte eines Verschweigens und auch eines Versagens, das von Kassierer nach 1948 bei der Restitution der westdeutschen Universitätsphilosophie, also als in der jungen Bundesrepublik Deutschland einige der großen Protagonisten der Philosophie aus dem Exil zurückkehrten, als sich Schulen wiederfanden und auch neue konstituierten und ihre Einflussbereiche so allmählich gegeneinander absteckten, tatsächlich Kassierer fehlte. Er fehlte natürlich nach seinem Tod 1945, aber Kassierer hatte darüber hinaus auch keinen Sachwalter, der seinen Ansatz zur Geltung gebracht hätte. Sein letzter Hamburger Assistent, Joachim Ritter, der nach seiner Habilitation im Wintersemester 1932-33 bei großer Unterstützung durch Ernst Kassierer gegen Widerstände aus der Fakultät schon im November 1933 das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler unterzeichnet hatte und 1937 in die NSDAP eingetreten war, hat es auch in den Jahrzehnten bis zu seinem Tod 1974, man muss sagen, als eines der großen Schulhäupter in der deutschen Philosophie, die Ritterschule, niemals für nötig gehalten, an seinen Lehrer, bei dem er promoviert hatte, bei dem er sich habilitiert hatte, von dessen ganzem thematischen Umfeld er sehr profitiert hatte, aufmerksam zu machen. Ich habe das für mich selbst zusammengefasst in die Bezeichnung eines illoyalen Schülers, eines loyalen Lehrers. Leider ist es dabei aber geblieben und mehr kann man dazu nicht sagen. Umso wichtiger sind die Ansätze und Beiträge, die nach und nach dann doch dazu geführt haben, dass Kassierer nicht ganz vergessen wurde, bis er dann schließlich vollends und einigermaßen stark wiederentdeckt wurde. Da muss natürlich zum einen erwähnt werden, dass die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt seit den 50er Jahren eine Auswahl wichtiger Werke von Ernst Kassierer konstant in ihrem Programm hatte. Das waren aber keineswegs alle Schriften, die man benötigt hätte, um zu Kassierer wirklich ein forschendes Verhältnis zu haben. Das hat nichts daran geändert, im Übrigen, dass Kassierer bis in die 80er Jahre ein Spezialtipp blieb und dass seine Bücher, wo sie wahrgenommen wurden, in besonders hohem Maße von dem Schicksal mancher Bücher betroffen waren, mehr erwähnt als gelesen zu werden. Also man merkt das ja sehr schnell, dass dann in einer Einleitung über den Symbolbegriff oder über die Philosophie der Kultur dann sehr schnell eine Fußnote platziert ist, siehe dazu Ernst Kassierer, Philosophie der symbolischen Formen in 3 Bänden. Und wenn man dann weiterliest, stellt man fest, es ist in der Abhandlung, die diese Schriften in der Einleitung kennt, nicht die geringste Spur einer Lektüre zu erkennen. Also dieses Schicksal, wesentlich mehr zitiert oder erwähnt als gelesen zu werden, das hat Ernst Kassierer über Jahrzehnte hinweg stark betroffen. Und dann gibt es einige, wie soll man sie nennen, einige Highlights in der Wiedergewinnung eines Verhältnisses. Die Tagung zu seinem 100. Geburtstag, Verzeihung, 1974 an der Hamburger Universität ist da ein solcher Markstein und insbesondere die Rede des damaligen Präsidenten Peter Fischer-Appelt zum Gedenken an Ernst Kassierer hat ganz erheblich dazu beigetragen, Kassierer
bei einem affinen Publikum auch wieder in die Sichtbarkeit zu heben. Auch das Verhältnis der Universität Hamburg zu Kassierer vielleicht wieder in Gang zu bringen. In dasselbe Jahr 1974 fällt die Preisrede des damals schon in Münster wirkenden Philosophen Hans Blumenberg unter dem Titel Ernst Kassierers gedenkend bei der Entgegennahme des Kuno-Fischer-Preises der Universität Heidelberg. Denn Ernst Kassierer war der Erste gewesen, der 1914 mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Wichtig ist mit Sicherheit eine Dissertation, die von einem Schüler des Kollegen Ernst Kassierers in Yale, von Donald Philip Vereen, geschrieben wurde. Dieser Schüler war John Michael Croyce. Der hat in 1987 seine Dissertation veröffentlicht, Symbolic Forms and History. John Michael Croyce, der schon leider 2010 gestorben ist, war es dann auch, der zusammen mit Ernst Wolfgang Orth, dem Trierer Philosophen, dafür gesorgt hat, dass wichtige, aber an entlegener Stelle veröffentlichte Aufsätze von Kassierer zugänglich veröffentlicht wurden und der sich zunehmend als Herausgeber von Kassierers in der Beinecke Library in Yale aufbewahrtem Nachlass engagiert hat. 1995, der 50. Todestag, hat dann so etwas gebracht wie ein Scheitelpunkt oder eine Wende. Da veranstalteten nämlich meine inzwischen emeritierte Kollegin Dorothea Frede und ihr damaliger Mitarbeiter Reinhold Schmücker eine Ringvorlesung zum Werk Ernst Kassierers, deren Beiträge dann unter dem Titel Ernst Kassierers Werk und Wirkung, zarte Andeutung an Kassierers Kant-Monographie von 1916, Kants Leben und Lehre, 1997 als Buch erschienen. Und da war die Hamburger Historikerin Barbara Vogel, die gerade schon erwähnt wurde, mit einem wichtigen Beitrag über Kassierers langes Jahrzehnt an der Hamburgischen Universität beteiligt. Es hatte auch zuvor und es hat in der Folge bei den Hamburger Kollegen in der Geschichtswissenschaft, ich nenne pars pro toto die beiden Leiter der Hamburger Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Eckhard Krause und Rainer Nicolaisen, nicht nur im Rahmen von universitätsgeschichtlicher Kontextforschung die Erinnerung an Ernst Kassierer gegeben, sondern es wurden ihm und seinem kollegialen Seminarumfeld auch große einzelne Aufsätze gewidmet. Frau Recki, ich habe jetzt einmal hier diese Hörsaaltür eingeblendet. Auf die wollte ich noch kommen, ja. Und 1995 war auch das Jahr, in dem die Berliner Herausgeber John Michael Croyce und Oswald Schwemmer den ersten Band aus Kassierers umfangreichem Nachlass der Öffentlichkeit vorstellen konnten. Diese Aktivitäten zum 50. Todestag haben in Hamburg beschleunigend gewirkt, und die bereits erwähnte Dorothea Frede und den Verleger Manfred Meiner motiviert, nach Unterstützung zu suchen, um eine Gesamtausgabe der zu Lebzeiten veröffentlichten Schriften in Gang zu bringen. Die habe ich als Herausgeberin dann ab 1997 mit einem kleinen Team von Mitarbeitern in einem Jahrzehnt betreut und herausgegeben, 1997 bis 2007, mit Unterstützung des Warburg-Hauses, wo wir unsere Arbeitsstelle hatten, also unsere Räume, in denen die Edition entstand, und mit der großzügigen Finanzierung durch die Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Und in diese Zeit, in die Zeit unserer Anfänge bei der Ernst-Kassierer-Edition, da fällt eine Kampagne, die der damalige Präsident Jürgen Lütje unternommen hat, nämlich die Benennung der Hörsäle im Hauptgebäude der Universität, Edmund Siemers Allee 1, nach den jüdischen und kritischen Gelehrten, die bis 1933 bzw. wenig später
an der Universität hatten wirken können und dann entfernt wurden oder die Konsequenz gezogen haben, selbst zu gehen. Diese Kampagne wurde im Jahr 1999 mit der Benennung des größten dieser Hörsäle in Ernst-Cassirer-Hörsaal begonnen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie stolz und froh ich damals war, dass diese Universität unter Jürgen Lütje das eben so gemacht hat. Vorläufig abschließend kann ich sagen, die Erwartungen, die wir zu Beginn der Arbeit an der Cassirer-Werkausgabe und an der Cassirer-Nachlassausgabe hatten, die Nachlassausgabe steht übrigens in diesem Augenblick auch kurz vor ihrem Abschluss im kommenden Jahr. Diese Erwartungen haben sich voll und ganz erfüllt. Es ist uns nämlich mit dieser nach zeitgenössischen Standards veranstalteten einheitlichen Ausgabe sämtlicher veröffentlichter Werke beziehungsweise in Berlin parallel dieser Nachlassausgabe genauso gegangen, wie es einem bei der Veröffentlichung eines Gesamtwerkes immer geht, nämlich dass mit dem sukzessiven Fertigwerden dieser Bände in einer jetzt in einheitlicher Form greifbaren Ausgabe die Forschungsaktivität an einem solchen Werk exponentiell ansteigt. Das haben wir im Verlauf dieser 10 Jahre von 1997 bis 2007 erleben dürfen. Und man erlebt es heute auch weiterhin, dass immer stärker zu Ernst Cassirer geforscht wird. Sodass wir eigentlich heute vom Gelingen einer nachholenden Rezeption sprechen können. Spät und nach einigen Agonien, aber endlich ist Cassirer da angekommen, wo er eigentlich die ganze Zeit hätte schon sein sollen. Und ich kann von mir persönlich sagen, es kann eigentlich sein, was will. Mein Terminkalender, mein Arbeitsplan kann noch so voll sein, wenn ich von irgendeinem Lexikon, einem Handbuch, einer Gesamtdarstellung die Anfrage bekomme, ob ich dort das Kapitel über Ernst Cassirer beisteuern will. Ich schaffe es immer, weil ich das dringend will, dass er als der Klassiker und als der, einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts wahrgenommen wird, der er seiner Leistung nach ist. Und ich habe natürlich auch... Ich habe natürlich auch, liebe Frau Wittek, und das verbinde ich mit meiner ganz herzlichen Gratulation zum Erscheinen Ihres Buches, die Hoffnung, dass jetzt auch Ihre Biografie, die ja doch einiges entscheidend Neue bringt, auch aufgrund einer solchen Präsentation vor einem zahlreichen Publikum, auch ein Lesepublikum erreicht, wie wir es bisher noch nicht erreicht haben. Und dass auch vielleicht von dieser neuen Publikation noch einmal ein weiterer Schub ausgeht für die nachholende und irgendwann dann nicht mehr nachholende, sondern ganz selbstverständlich weitergehende Cassirer-Rezeption. Geben Sie mir bitte noch eine Minute, damit ich mich ganz herzlich zuallererst bei Frau Recki bedanken kann für diesen fantastischen Abend, für all das, was Sie uns erläutert haben, erklärt haben, auch dafür, dass Sie die Rolle der Interviewerin angenommen haben. Ich finde, das haben Sie wunderbar gemacht. Vielen Dank dafür, auch vielen Dank für die wunderbare gemeinsame Vorbereitung auf die Veranstaltung. Vielen Dank an Stefan Benson. Ich bin mal wieder beeindruckt davon, wie er in der Lage ist, einen so komplexen und komplizierten Text so vorzutragen, dass er wirklich nachvollziehbar und transparent wird. Tausend Dank an Sie, auch Stefan Benson. Vielen, vielen Dank an die Weichmann und die Körber Stiftung, dass ich mein Buch hier in diesem wunderbaren Rahmen vorstellen darf. Vielen Dank an die Technik, vielen Dank an das ganze Organisationsteam, das wie immer dafür gesorgt hat, dass die Veranstaltung absolut reibungslos vonstatten gehen konnte. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind und dass Sie uns zugehört haben. Hat euch das Video gefallen?
Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.